Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen 1. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90, die Grünen, Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240, Herr Christoph Kindervater, 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP, Drucksache 7-242, Abgeordneter Thomas Kemmerich, 45 Ja-Stimmen. Thomas so, Kemmerich. Damit haben wir das Ergebnis, dass man merkt es auch. Es kommt ich nicht frage sofort Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an? Dann darf ich Ihnen gratulieren. Thüringen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Es ist der Parteichef der FDP, Thomas Kemmerich. Das hat hier im Saal viele überrascht. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 1, rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, die Vereidigung des Ministerpräsidenten des Freistaates und Thomas Thüringen. Kemmerich wird jetzt ich bitte den Ministerpräsidenten sofort zu seiner vereidigt. Vereidigung nach vorn. Die Anwesenden bitte ich, sich von ihren Plätzen zu erheben. Man merkt auch, dass er da offenbar doch überrascht ist mit diesem Ergebnis, hat wohl auch Thomas Kemmerich am Ende doch nicht gerechnet. Das ist eine faustdicke Überraschung. Das muss man so deutlich sagen. Wir haben über diesen Fall spekuliert. Jetzt ist er tatsächlich eingetreten. Vereidigung des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Thomas Kemmerich, ich verlese nun die in Artikel 71 der Verfassung des Freistaats Thüringen vorgeschriebene Eidesformel und bitte Sie, diese Eidesformel nachzusprechen. Sie können den Eid anschließend mit den Worten, so wahr mir Gott helfe, bekräftigen. Die Eidesformel lautet, ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetze wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schließe diesen Tagesordnungspunkt 2 ab. Mike Moring. CDU-Fraktionschef gratuliert Thomas Kemmerich. Der, man muss es noch einmal sagen, aus der FDP ist FDP-Politiker eine Partei, die bei der Landtagswahl mit Ach und Krach in den Landtag gekommen ist. Es sah im Laufe des Abends damals mehrfach so aus, als hätten die es eigentlich nicht reingeschafft. Wir haben es auch gerade gesehen, dass der Fraktionsvorsitzende der AfD Herr Höcke gratuliert hat und auch wenn die Wahl geheim ist an dieser Stelle, kann man, denke ich, soweit spekulieren, die AfD hat ihn ins Amt gehoben. Denn es gab tatsächlich 0 Stimmen für den Kandidaten der AfD selbst. Das heißt, die AfD hat geschlossen gestimmt und zwar nicht für ihren eigenen Kandidaten. In der Tat nochmal zur Verdeutlichung, während jetzt hier die Abgeordneten dem neu gewählten Ministerpräsidenten, das ist gelebte Tradition in allen Bundesländern, gratuliert. Die Zahlen zur Verdeutlichung, der AfD-Kandidat Kindervater hat im letzten Wahlgang keine Stimme bekommen. Es gab eine Enthaltung, Bodo Ramelow von der Linkspartei bekommt 44, wie schon im zweiten Wahlgang. Das heißt, es ist keiner weiter in das Lager von Rot-Rot-Grün rüber gewechselt. Und Thomas Kemmerich gewinnt mit einer Stimme Mehrheit, mit 45 Stimmen, diese Wahl.